Herzlich willkommen zum Meinl VIP Talk hier aus der Stechert VIP Lounge. Bei mir sitzt Nico Gieselmann. Nico, erstmal schön, dass du dir Zeit noch genommen hast. Servus. Ja, kein Problem. Es war für uns Zuschauer auf der Tribüne ja schon schwierig. Ja? Es war sehr warm. Wie fühlt sich das auf dem Platz an? Die gefühlte Temperatur war heute wie? Ja, also für mich war es ganz gut, denke ich mal, dass ich zuerst auf der Bank saß und mich im Schatten warm laufen konnte. Nein, klar, bei den Temperaturen ist es immer sehr schwer. Die Luft ist ein bisschen früher raus, als wenn es ein bisschen kühler ist. Ich denke mal, das hat man uns auch angemerkt. Ende der ersten Halbzeit wurde es ein bisschen schwächer, dann haben wir ein bisschen mehr den Ball laufen lassen, haben nicht mehr ganz so viel nach vorne gespielt. Aber klar, du musst als Profisportler musst du damit klarkommen. Ja, ich wollte gerade sagen, trotz der hohen Temperaturen, ihr habt ja losgelegt wie die Feuerwehr in 11 Minuten, 2:0. War das so geplant, sage ich mal? Wollt ihr dieses Spiel möglichst aggressiv? Wir wollten von Anfang an natürlich den Gegner früh pressen und die Bälle vorne in deren Hälfte gewinnen. Und das ist uns am Anfang sehr gut gelungen und ich denke mal, es hat sich gleich ausgezahlt. Und es war wichtig, auch natürlich für die Fans, dass wir zwei schnelle Tore schießen. Jetzt im ersten Saisonspiel gleich der erste Heimsieg. Eine ganze Stadt atmet auf nach einer Saison ohne Heimsieg. Wie fühlt sich das für dich an? Du bist zwar neu in Fürth, aber das Ganze jetzt mal mitzuerleben, den ersten Heimsieg hier im Rundhof zu feiern. Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass der Verein und vor allem die Fans ziemlich erlöst waren. Das hat man aber auch nach dem Glasgow-Spiel schon gemerkt, dass die Fans richtig froh waren, dass es hier wieder im Rundhof abgeht und dass die Tore fallen und zwar auch für unser Tor. Ich denke mal, das war richtig gut für den Verein. Du bist neu in Fürth, wie haben sie dich hier aufgenommen? Sehr gut. Sehr gut. Also Mannschaft. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Also es ist eine sehr super Truppe, ziemlich junge Truppe und das kommt mir gut entgegen. Nun geht es am Freitag weiter, die Regeneration ziemlich kurz, 5 Tage. Was macht ihr, um zu regenerieren? Weil die Temperaturen sollen ja so bleiben, wie es aussieht. Ja, wir machen aktive Regeneration. Also wir werden natürlich, das denke ich mal bei den Temperaturen auch, das Tempo ein bisschen runterfahren. Wir werden vielleicht morgen Fahrrad fahren, locker laufen oder sowas, zumindest die Spieler, die halt länger gespielt haben. Und ja, ich denke mal, dann können wir am Freitag wieder Vollgas geben. Ihr seid jetzt mit dem Sieg in die Saison gestartet. Die Aalner haben am Freitag 0:0 unentschieden gespielt. Reißt man da mit einer breiten Brust hin? Was ist das Ziel? Naja, klar, auch da wollen wir natürlich die 3 Punkte holen. Das ist, denke ich mal, in jedem Spiel klar. Wir gehen jedes Spiel rein und wollen den Sieg holen. Aalen hat, denke ich mal, ganz gut gespielt am Freitag. Freitag, glaube ich, war es. Aber trotzdem können wir immer dagegen halten und die 3 Punkte auch da holen. Ja, dafür wünschen wir dir, dafür wünschen wir der Mannschaft natürlich viel Glück. Schön, dass du so kurz nach dem Spiel bei warst, hier in der Meinl VIP Lounge, in der Stechert VIP Lounge beim Meinl VIP Talk. Und damit verabschieden wir uns und wünschen natürlich noch einen schönen, restsonnigen Sonntag.